Wir haben uns die Änderungen des Paragraphen 34 Infektionsschutzgesetz mal genauer angesehen und sind darauf gestoßen, dass diese erhebliche Beeinträchtigungen für Kinder und Jugendliche nach sich ziehen. Was, wieso und genau, das verrate ich in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Markus Mingers von der Kölner Verbraucherschutzkanzlei Mingers Rechtsanwälte. Sollte dir das Video gefallen, lass bitte ein Abo da und kommentiere hier mal fleißig mit, was du davon hältst. Es ist im Zuge des neuen Infektionsschutzgesetzes der § 34 Absatz 1 Satz 1 so angepasst worden, dass nur mit auch Covid-19 dort enumerativ, also abschließend aufgeführt ist. Das ist eine Liste von Erkrankungen, die an Maßnahmen geknüpft ist. Hier ist es so, wenn künftig der Verdacht besteht, dass Kinder oder Jugendliche unter Corona leiden können, dann müssen sie sofort aus Schule und Kindergarten raus und müssen sofort zum Arzt gehen. Das heißt, es reicht nicht mehr aus, dass ein positiver Corona-Test da ist, sondern es muss nur ein Verdacht aufgekommen sein. Das heißt, bei einer normalen Erkältung heutzutage kann es ja auch, zumindest der Verdacht auf Corona da, das heißt bei einer Erkältung sofort nach Hause. Selbst wenn der Corona-Test negativ war, reicht das nicht aus, um wieder zurückkehren zu können, sondern man muss zum Arzt gehen und dieser muss bestätigen, dass keine Corona-Erkrankung vorliegt. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen müssen den Umweg immer über den Arzt nehmen. Das zweite ist, wenn jemand positiv erkrankt war, ein Kinder oder ein Jugendlicher, reicht auch ein Freitesten und eine Isolation nicht mehr aus, sondern auch hier muss der Weg über einen Arzt gehen und der Arzt muss bestätigen, dass eine Corona-Erkrankung nicht mehr vorliegt. Das ist natürlich eine wahnsinnige Verschärfung der Regelungen für die Kinder und Jugendliche, auch im Verhältnis zum Beispiel für Arbeitnehmer. Da gilt das Ganze nicht. Das heißt, wir haben hier eine Ungleichbehandlung, wir haben ein nächstes Bürokratiemonster, was aufgebaut wird. Wir reden von riesen Kollateralschäden, gerade bei Kindern aufgrund der letzten 2,5, 3 Jahre. Und jetzt wird quasi bewusst, sehr leise, das Infektionsschutzgesetz so angepasst, dass wieder Kinder und Jugendliche am meisten leiden. Und hier haben wir wieder die schärfste Regelung. Das ist meines Erachtens ein absolutes No-Go, denn es wurde auch von der Bundesregierung ganz anders kommuniziert. Wir haben es entdeckt. Wir hoffen, dass es jetzt eine Welle gibt der Empörung und der Entrüstung und dass genau darauf hingewiesen wird, dass das so nicht geht. Wir sehen uns wie immer vor Gericht.